Stefan und Hermann, ihr seid für mich der perfekte Flammkuchen. Lauch und Speck. So, warte, ich zähl kurz durch. 1, 2, 3, 4. Schiri passt. Wir sind 8. Wie immer 4 zu wenig. Ach, ey. Wir mal 9 Mann hier. So viel hatte ich seit 20 Jahren nicht mehr im Kader. Meine Oma hat schon immer gesagt, ne, wenn du 3 durch 4 teilst, musst du mit dem Bruch rechnen. Ja? Mathe ist hier die große Kernkompetenz. Ne? Ich letztens in der Kabine, Männer, 90% von euch bringen ihre Leistung nicht. Da sagt der Stefan, so viele sind wir noch gar nicht. Patrick, dich schicke ich jetzt zur Drogenberatung. Oh doch, du rennst hier die ganze Zeit an der Außenlinie entlang. Du bist eindeutig linear abhängig. Ja, das neue Rechenzentrum vom FC Bayern ist ab jetzt auch im Baumarkt. Motto der Bayern ist ja ab jetzt, 12 Freunde müsst ihr sein. Hast du keinen 12. Mann, ne, in eine Kurve, dann wechselst du den einfach ein. Rufst du jetzt bei Nagelsmann an und sagst, sag mal, was ist denn dein Lieblingsvampir? Würde ich sagen, ja, der aus der Sesamstraße. Da sagt der Nagelsmann, der zählt nicht. Da sag ich, jo doch, Julian, der zählt. Und zwar besser als du, Julian Nagelsmann. Der Grafzahl der Bundesliga. Andi, du Mathe-Genie! Bei einem Blind Date, ne, rechnest du auch mit einer Unbekannten! Das ist halt die Scheiße, ne, wenn du für jeden Schritt einen eigenen Assistenten hast. Ne? In dem Fall hier war das ja die Kathleen Krüger, ne, das Nummern-Girl vom FC Bayern. Ja, sicher. Ne? Hält die 29 hoch, war dann aber die 11, die neue Nummer vom Coman. Ne? Eine Studie hat ergeben, dass es wirklich war. Fische können rechnen. Zum Beispiel Rochen, die können addieren. Die haben zwar keine Finger, wie die das machen, weiß ich nicht. Ich weiß nur beim FC Bayern. Da steht demnächst auf der Trainerbank ein Aquarium. Statistik hat ergeben, 5 von 4 Bayern-Angestellten können nicht richtig rechnen. Von den Blitzbieren hat auch keiner reagiert. Ich würde auch die Nummer vom Spieler gar nicht mehr draufschreiben, sondern einfach das Jahresgehalt. Das kennen die jedenfalls, dann reagieren die drauf. Und außerdem auf diesen Tafeln, ne, da kannst du einen Taschenrechner einbauen. Das wäre doch das. Der vibriert dann, wenn ein Mann zu viel auf dem Platz ist, damit der 4. Offizielle plus Videobeweis auch ja nicht reagieren können und irgendein Gegenspieler noch sagen muss, oh, ich glaube, bei den anderen sind einer zu viel auf dem Platz. Wo sind wir hier eigentlich gelandet, Mann, ey? Patrick, klasse! Schön, dass du heute bei uns bist! Ja, immer mit Leuten rechnen, auf die man nicht zählen kann. Ist aber auch scheißegal, ne? Die Verfolger, ganz im Ernst, den Dortmundern kannst du die Punkte schenken. Die verlieren auf dem Weg zur Kasse noch die Payback-Karte. Da dürfen nach 25 Jahren, nach gefühlten, wieder mal 80.000 ins Stadion. Das war eine Stimmung, da hatte selbst ich Gänsehaut. Na, nee, du kriegst auch beim Gähnen eine Gänsehaut. Wenn du demnächst beim Niesen Orgasmus kriegst, dann heiratest du dich noch selber. Nee, der BVB lässt sich vor 80.000 schön 1-4 auf den Nuss geben gegen Leipzig. Die Interviews hinterher. Der Akanji vorm Interview wird er von einem Fan verbal bepöbelt und beschwert sich. Ja, Junge, was glaubst du denn, wo du bist? Wir sind doch hier nicht auf Instagram, wo sich deine 4 Millionen Follower noch freuen, wenn du Nullleistung bringst. Dann stellt sich der Hummels hinterher hin und sagt, ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Weiß ich gar nicht, ob ich das so sage. Sag es doch! Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen kann. Wir waren so ein bisschen wie ein Hühnerhaufen. Nee, ihr habt gespielt wie ein Misthaufen. Und wäre ich der Trainer, Alter, dann würdet ihr da drin pennen. Und zwar für 2 Wochen. Das Problem ist beim BVB, da schnallt doch überhaupt keiner mehr was. Fragst du den Rose, sag mal, woran erkennst du, dass ein Elefant im Kühlschrank war? Da sagt der noch, ja, an Fußabdrücke in der Butter, ne? Hilft beim BVB nur eins für die Spieler. Neue Location, neue Trainingsmethode. Konsequenzen, kurze, knappe Anweisung und Geduld. So ist das eben in der Hundeschule. Christian! Psst. Rechenaufgabe! Am Baum, da hängen 10 Äpfel! Wie viele hängen da noch, wenn du dir einen runterholst? Ja, wir haben einen neuen jüngsten Co-Trainer aller Zeiten in der Bundesliga, der Heilmann bei Wolfsburg. Ne? Der hat in Augsburg gespielt und das sah so ein bisschen aus, als würde er in eine Puppenkiste mitmachen. Wie das aussah! Wie so ein Konfirmand an der Seitenlinie, der Schmattke nebendran die Anweisung. Ja klar, wenn der Sportdirektor die Anweisung gibt. Dann weißt du, es geht vorwärts, ey. Steht da ein 25-jähriger Dings. Ne? Kann sich mit dem Mohnbrötchen rasieren und macht die Anweisung. Ne? Kevin! Boah, der ist so hohl, der glaubt, Bienen können gut rechnen, weil die beschäftigen sich den ganzen Tag mit Summen. Rufst du jetzt beim Nagelsmann und sagst an, nochmal scheiße. 5 von 4 Bayern-Angestellten können nicht rechnen. Scheiße. Nochmal. Ja. Ja, und ist, nochmal? Ja. Nee, der BVB lässt sich bei, nochmal? Ja.
Wenn du den Rose fragst, sag mal, woran erkennst du, dass ein Elefant im Kühlschrank war? Da sagt der ja eine Fußabdrücke von dem Bund. Scheiße, aber den letzten müssen wir noch machen. Ansonsten war's gut. Meine Oma hat schon immer gesagt, ne? Teilt sie 3 durch 4, muss sie mit dem Bruch rechnen. Ja, danke. Das war's. Bei meiner Oma können wir ansetzen.